ebenfalls, als sein Sohn gestorben ist, Ibrahim, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann vor seinem Grab stand und dann anfing zu weinen und seine bekannten und berühmten Worte von sich gab, innal ayna la tadma, das Auge ist mit Tränen gefüllt, wa innal qalba la yahzan, und das Herz ist voller Trauer, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, aber wir sagen nur das, was unseren Herrn zufriedenstellt. Und wir sind über dein Verscheiden, O Ibrahim, mit Trauer erfüllt. Ibn al-Qayyim, in seinem Buch Zad al-Ma'ad, wo er über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam und unterschiedliche Aspekte aus dem Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausführlich spricht, stellt eine wichtige Frage. Und zwar sagt er, wie kann es sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte, während es überliefert wird von einigen As-Salafus Salih, dass sie nicht geweint haben. Und er sagt, dass sogar einige von ihnen dann gelacht oder gelächelt haben. Wie kann das sein? Sind sie jetzt besser? Akzeptieren sie die Bestimmung Allahs mehr als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte nein. Und jetzt hört mal, was er sagt. Also ich gebe das jetzt aus dem Kopf wieder. Und zwar sagt er, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Kamal, das heißt die Vollkommenheit erlangt. Warum? Weil er es nämlich geschafft hat, die Zufriedenheit mit dem Qadar, mit der Bestimmung Allahs, in Einklang zu bringen mit den menschlichen Gefühlen und Emotionen. Wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen, die Gefühle haben. Und diese Gefühle zeigt man. Aber gleichzeitig ist man zufrieden. Und deswegen, unser Prophet hat nie gesagt, ihr dürft nicht weinen, wenn jemand stirbt. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestimmte Praktiken verboten, die darauf hindeuten, dass ich unzufrieden bin mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wie dass ich mich auf die Wange schlage oder meine Kleidung zerreiße oder mich beschwere über Allah subhanahu wa ta'ala. Das gehört sich nicht. Aber dass ich trauere, dass ich weine, wenn ein Mensch von mir geht, den ich geliebt habe, ist etwas Natürliches, etwas Menschliches. Es wäre unmenschlich, wenn ich mich in diesem Moment freuen würde. Absolut unmenschlich. Und da sehen wir diese Vollkommenheit unseres Propheten immer wieder. Ja? Zwischen Frömmigkeit und Rechtschaffenheit und zwischen Barmherzigkeit und Menschlichkeit. Das ist das, was wir brauchen. Und unsere Aufgabe, meine lieben Geschwister im Islam, ist es, dass wir diese Barmherzigkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam unter den Menschen bekannt machen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir sie selbst praktizieren. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er liebt die Barmherzigen. Genauso wie Allah die Barmherzigen liebt. Ar-Rahimun, yarhamuhum ar-Rahman. Der Allerbarmer wird sich der Barmherzigen erbarmen. Irhamu man fil ard. Erbarmt euch derer, die auf Erden sind, auf das sich eurer, der erbarmt, der im Himmel ist. Und viele, viele andere Überlieferungen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Barmherzigkeit. Lasst uns diese Barmherzigkeit praktizieren. Lasst uns sie nach außen tragen. Lasst uns den Menschen das Gefühl geben, dass wir für sie aufgrund unserer Botschaft, die wir verinnerlicht haben, eine Barmherzigkeit darstellen, auf dass sich diese Barmherzigkeit unter den Menschen verbreitet. Amin, ya Rabbil Alamin.